Hallo, liebe Deutschlernende. In der Facebook-Gruppe hat mir Rafik eine sehr interessante Frage gestellt und ich denke, die Antwort wird auch für dich sehr nützlich sein. Denn er hat mich gefragt, wie ich mich auf Prüfungen vorbereitet habe. Ich war immer ein guter Schüler und ein guter Student, aber ich denke, dass um ein guter Schüler zu sein oder ein guter Student zu sein, ich denke, dass man dazu nicht unbedingt sehr viel Intelligenz braucht. Ja? Ich denke, dass 10% wirklich nur die Intelligenz eine Rolle spielt, aber dass 90% die Organisation und das Interesse am Fach die Note bestimmt. Ja? Was meine ich mit Organisation? Also zum Beispiel ist es sehr gut, ein gutes Zeitmanagement zu haben. Ja? Also ein gutes Zeitmanagement ist wirklich das A und O, wenn man eine Prüfung bestehen will. Wenn man eine Prüfung gut bestehen will. Denn man muss auch sicherstellen, dass man viel lernt und auch, dass man eine gute Balance im Alltagsleben hat. Ja? Es bringt nicht so viel, wenn man ganz viel lernt und lernt und lernt und lernt und lernt und lernt und dann kommt die Prüfung und man ist eigentlich nur ganz fertig. Man ist ganz müde und ganz niedergeschlagen, weil man nur gelernt hat. Es ist auch wichtig, dass man sich Pausen gönnt. Und es ist wichtig, dass man auch Zeit verbringt mit seinen Freunden, also auch mit anderen Menschen, lernt und auch mit anderen Menschen entspannt, dass man diese soziale Interaktion mit anderen Menschen immer noch hat, selbst wenn man eigentlich ganz viel Zeit mit dem Lernen verbringen will, ja? Damit man eine Balance hat im Leben. Und dazu ist Zeitmanagement sehr wichtig, dass man sich sagt, okay, von dann bis dann lerne ich und dann gönne ich mir eine Pause. Dann mache ich etwas, was mir Spaß macht. Natürlich ist es auch sehr wichtig, dass das, was ich lerne, mir Spaß macht. Ja? Also das ist das Interesse am Fach und die Neugier. Ja, wenn ich Mathematik nicht so sehr gemocht hätte, dann hätte ich Mathematik nicht studiert. Und deswegen war es für mich eine gute Entscheidung, das zu studieren. Und deswegen ist auch wichtig, dass wenn du studierst, dass du dir deine Fächer gut auswählst, sodass du wirklich mit Interesse dabei bist und gerne lernst. Das ist auch sehr wichtig, dass du wirklich gerne lernst. Und manchmal scheint es so, als würde man nicht lernen wollen. Manchmal denkt man sich, ach, das Fach ist ja so langweilig oder das ist ja so uninteressant. Und da ist es gut, sich zu überlegen, was gefällt mir denn an dem Fach, wenn man positiv denkt. Ja, was gefällt mir denn an dem Fach? Was mag ich an dem Fach? Warum habe ich das Fach ausgewählt? Und dann findet man hoffentlich Gründe, warum man das Fach eigentlich doch mag und warum man das Fach auch gerne lernt. Genau, das ist das, also einmal Zeitmanagement, Interesse. Und dann ist es wichtig, dass man während der Vorlesung und während des Unterrichts mitschreibt, dass man sich Notizen macht. So prägt man sich alles viel besser ein. Ja, man prägt sich den Stoff besser ein und ganz hilfreich finde ich es, den Text auch farbig zu markieren. Ja? Wenn man Farbe benutzt, um das, was man sich selber aufgeschrieben hat oder den Text, den man bekommt, wenn man den mit Farbe übersichtlicher macht. Und dann ist es wichtig, vor der Prüfung, ja, das ist ein sehr, sehr hilfreicher Tipp, der mir sehr, sehr viel geholfen hat.
Es ist wichtig, dass man sich einen Spickzettel macht. Ja? Was ist ein Spickzettel? Nun, ein Spickzettel ist praktisch eine Zusammenfassung von allem, was man gelernt hat. Eine Zusammenfassung von allem, was man gelernt hat. Und ich habe mir einen Spickzettel aus meiner Studentenzeit herausgesucht und möchte ihn euch zeigen. Das ist ein Spickzettel. Es sind nur drei Seiten, vier. Es sind vier Seiten und hier steht alles drin, was ich den ganzen Kurs über gelernt habe. Ja, der ganze Stoff aus dem Kurs auf nur vier Seiten. Und was ich versucht habe, ist immer so klein wie möglich zu schreiben, ja, und auch farbig alles zu gestalten. Also das ist Mathematik, das ist ein Kurs aus meinem Mathematikstudium. Ich glaube, das ist Analysis. Und ich habe farbig mit Blau markiert, wenn ich eine Definition aufgeschrieben habe. Also die zwei wichtigsten Arten von Wissen, die man lernt in der Mathematik, sind Definitionen und Sätze. Also Sätze im Sinne von wenn, dann, wenn das und das und das gilt, dann gilt auch das. Es ist ein bisschen technisch, aber um diese zwei Arten zu unterscheiden, habe ich einmal Blau benutzt für Definition und dann Orange für Sätze. Und ein Kurs ist auch oft sehr logisch aufgebaut. Es werden mehrere große Themen besprochen. Und deswegen habe ich auch hier nochmal an den Rand geschrieben, um welches große Thema es geht. Ja? Und also hier ist diese Seite ein großes Thema, dann habe ich, wie das Thema heißt, habe ich hier hingeschrieben und auf der nächsten Seite fängt dann hier ist eine Linie, eine lange Linie. Und ein weiteres Thema fängt an. Ja? Also ich habe auch meinen Spickzettel, auch meine Zusammenfassung, meinen Spickzettel habe ich in große Themen unterteilt. Und ich habe natürlich auch versucht, das wirklich so dicht wie möglich, also so weit wie möglich zusammenfassen, damit ich möglichst wenig Text hier habe, dass alles sehr komprimiert ist. Ja? Alles ist sehr komprimiert, sodass ich mir das am Abend vor der Prüfung nochmal alles durchlesen kann und die wichtigsten Punkte mir merke. Ja, und dadurch, dass ich mir die wichtigsten Punkte merke, merke ich mir auch automatisch all die anderen Details, beziehungsweise ich erinnere mich an all die anderen Details, die ich noch so in dem Kurs gelernt habe. Dadurch, dass ich habe jetzt ich denke jetzt an eine große Lektion. Und dann fallen mir all die anderen Lektionen auch noch ein, weil so unser Gehirn funktioniert. Ja? Man hat eine Sache, an die man sich erinnert und dann erinnert man sich noch an all die anderen Teile, die damit noch in Zusammenhang stehen. Und das fand ich immer sehr hilfreich. Und ihr könnt natürlich auch ein anderes System benutzen, ein ähnliches System. Aber meine Meinung ist, Hauptsache, ihr seid sehr organisiert und macht alles sehr ordentlich und übersichtlich. Ja? Es ist sehr wichtig, alles ordentlich und übersichtlich zu haben. Und dann kann man wirklich das meiste aus so einem Kurs gewinnen. Man kann das meiste behalten, man kann sich das meiste merken. Und ich glaube, das ist erstmal alles, was ich dazu sagen wollte.
Ich hoffe, es war hilfreich für euch, wenn ihr bald eine Prüfung schreibt, sei es eine Deutschprüfung oder sei es eine Prüfung in einem anderen Fach oder sei es auch, dass ihr für euch selbst lernt und euch wirklich die wichtigsten Dinge merken wollt, dann wünsche ich euch viel Glück. Ich wünsche euch viel Glück bei euren Prüfungen. Ich wünsche euch viel Glück beim Lernen und seid fleißige Schüler, seid neugierige Schüler und dann werdet ihr viel lernen und ihr werdet hoffentlich das Lernen auch genießen. So soll es sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.